Hallo Fahrradfreunde, heute stellen wir euch ein sportliches Trekkingrad von Diamant vor. Und zwar das 2020er Diamant Elan Deluxe. Das Diamant Elan Deluxe lässt sich am besten beschreiben als sportives Trekkingrad. Also man sitzt verhältnismäßig sportlich drauf, allerdings nicht so sportlich, dass man irgendwie so aggressiv nach vorne gebeugt drauf sitzt oder so, dass man auf längeren Touren Rückenprobleme bekommt. Nee, ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass man sehr komfortabel drauf sitzt. Von dem breiten Bontrager-Sattel wird man recht gut aufgenommen. Aber vor allem auch das Cockpit mit dem leicht nach oben gekröpften und entgegenkommenden Lenker und den ergonomischen Griffen ist hier halt wirklich auch am Cockpit alles komfortabel gestaltet, sodass man von der Sitzposition her bei der passenden Rahmengröße auf jeden Fall richtig aufgenommen wird im Rad. Man sitzt entspannt drauf und ich persönlich kann mir auch vorstellen, mit dem Rad wirklich längere Touren zu fahren oder auch stundenlang im Sattel zu sitzen, weil die Sitzposition schlicht und einfach dazu einlädt. Das heißt, die Kraftübertragung ist auf der einen Seite noch ganz gut, man sitzt nicht so im Wind. Was mir auch gut gefallen hat, ist die 50 mm Federgabel. Die spricht relativ präzise an auf alle kleinen Unebenheiten, die einen hier auf solchen Wegen über Parks und Wald und Wiesen erwartet, aber natürlich auch in der Stadt auf Kopfsteinpflaster schluckt sie entsprechende Unebenheiten. Das Schöne ist, dass die Santur-Gabel schon mit Lockout kommt. Das heißt, man kann sie bei Nichtgebrauch auch einfach blockieren, sodass man da keine Kraft mehr verliert durch die Federwirkung. Ganz schöne Sache. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, ist ein Preload, sodass man die Federfunktion ein bisschen justieren kann. Der Rahmen selber ist ein Aluminiumrahmen, wie ihr euch sicherlich schon denken konntet. Was allerdings ganz schön gemacht ist, ist zum einen, dass die Züge innen verlegt sind. Zwei Aufnahmen für Flaschenhalter sind dran. Genügend Aufnahmen auch ansonsten am Hinterbau für Rahmenschloss beispielsweise. Und natürlich Gepäckträger ist auch dabei. Was mir persönlich jetzt noch bei näherem Betrachten ganz gut gefällt, ist, wie Diamant die Schweißnähte nochmal nachbearbeitet hat. Also hier ist wirklich alles sehr glatt, die Übergänge sehr fließend insgesamt. Also wirklich ein sehr hochwertiger und schöner, schön gestalteter Rahmen. Auch dementsprechend leicht, muss ich sagen. Das Rad ist vom Gewicht her für ein voll ausgestattetes Trekkingrad durchaus als leicht zu bezeichnen. Also von der Fahrdynamik her und von der Sitzposition hat man mit dem Diamant Elan also wirklich ein Rad, was seinem Namen auch aller Ehre macht. Auch von der Schaltgruppe her kann sich das Rad sehen lassen. Wir haben es hier mit einer kompletten Shimano-Ausstattung zu tun. Das geht von den hydraulischen Scheibenbremsen, Shimano MT200, über die Schalthebel bis zum Schaltwerk und der Kurbelgarnitur, alles aus dem Hause Shimano. Das Schaltwerk selber ist ein 9-fach Deore-Schaltwerk, also schon ein sehr sportliches und präzises Schaltwerk. Mit der 3x9-fach Kettenschaltung habt ihr auch auf Trekkingtouren wirklich immer den passenden Gang zur Verfügung oder auch wenn ihr mal flott in der Stadt unterwegs sein solltet. Dabei helfen auch die Bontrager H1 Reifen mit einem relativ glatten Profil in 38er Breite. Das ist ein Reifen, der sehr schnell und leicht abrollt, da verliert er nicht viel Energie. Nochmal zurück zur Schaltgruppe. Das Schaltwerk selber ist ein Shimano Deore Schaltwerk. Deore selber ist eine Gruppe, die schon auch sehr sportlich ist und sehr präzise ist. Das hilft euch natürlich auch auf Trekkingtouren ein präzises Schaltwerk zu haben. Falls ihr mal bergauf fahren solltet oder auch mit ein bisschen mehr Belastung fahren solltet, ist die Schaltung immer präzise. Das Schaltwerk wird angesteuert von Shimano alten Schalthebeln, die auch schon schön sportlich mit Rapid-Fire-Funktionen eben schön knackig zu bedienen sind. In Kombination mit einer überarbeiteten Altus-Kurbelgarnitur, die schon mit Holotech 2 und außenliegenden Lagerschalen kommt, da kriegt ihr dann eben auch die Kraft, die ihr investiert, auch direkt auf die Straße übertragen. Das ist eine ganz angenehme Sache. Ist auch so ein bisschen Qualitätsmerkmal, wenn man da mal beim Lager genau hinschaut. Da macht ihr nichts falsch. Also von den Schaltkomponenten her und von der Sitzposition, vom Rahmen her, sehr schönes, dynamisches Fahren. Die restlichen Anbauteile sind natürlich trekkingtypisch, fest installierte stabile Schutzbleche, eine helle Beleuchtung, die über Nabendynamo funktioniert, mit Standlichtfunktion hinten, das Ganze von AXA, eben entsprechend hell und gut zu sehen und für die Touren oder für die täglichen Einkäufe auch immer ganz praktisch. Ein Gepäckträger, ein stabiler Gepäckträger, belastbarer Gepäckträger mit einem schönen strapazierfähigen Gurtsystem und Ragtime-kompatibel, das heißt, es gibt im Zubehör extra dafür passende Taschen, die man dann per Klicksystem ja auch installieren kann. Und wovon ich persönlich immer ein großer Freund bin, ist ein vernünftiger, stabiler Seitenständer, so wie der hier von Pletscher. Der macht einen guten Eindruck. Dazu kommt ein Bontrager Blender Vorbau. Das ist ein System, was von Bontrager entwickelt wurde, wo ihr auch Lampen, Computer, Halterung, alles schön integriert vorne am Vorbau verbauen könnt. Insgesamt
Hat es Diamant also geschafft, mit dem 2020er Elan Deluxe hier ein Rad auf die Räder zu stellen, was seinen Namen alle Ehre macht. Also es ist wirklich ein dynamisches und fahrenvoller Elan. Und die Ausstattung, kann man schon sagen, ist eigentlich wirklich gehoben. Und eben entsprechend auch das Deluxe passt ganz gut zum Rad. Dieses schöne und leichte Touringrad gibt es dann auch für 949 Euro. Ist dann auch vom Preis her durchaus attraktiv. Ich würde euch empfehlen, dass ihr es einfach mal ausprobiert bei uns in den Geschäften, euch einen eigenen Eindruck holt. Und falls euch das Rad gefallen hat oder das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr von unseren Rädern sehen wollt, immer mal ein Abo da lassen, da freuen wir uns auch drüber. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Rad, einfach unten in den Kommentaren reinschreiben. Wir lesen alles und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao. So, ich fahre jetzt noch eine Runde. Tschüss.